Ich habe mir gerade so eine Klasse angeguckt, die will ich ausprobieren. Du willst einfach nur so einen fucking Kranz auf deinem Kopf haben. Einmal Julius. Okay, geht ihr rüber? Ja, wir machen Anmod. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect Heist 2 heute. Mit allen aus dem Team Pete's Meat. Jay und ich sind die Cops. Hallo. Und wir haben es gibt einen neuen großen Patch und es gibt einen DLC, das DLC haben wir auch installiert. Dadurch haben wir neue Klassen, das sind so Persönlichkeiten, die es mal wirklich gab, wie beispielsweise in unserem Fall Julius Caesar, Marie Curie oder Queen Elizabeth. Oh, geil, das will ich machen. Ich bin Marie Curie. Ich kann kleine Uranplättchen an die Juwelen und so weiter verstecken und dann kann ich mit dem Geigerzähler looten, finden, suchen. Und X-Ray-Scanner, ne? Immer schön die X-Ray-Scanner, dann kannst du die durch die Wände sehen, die Leute. Ja, das habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden, wie der X-Ray-Scanner funktionieren wird. Naja gut, wenn die zum Beispiel einen Vault öffnen und du machst dann einen X-Ray-Scanner rein, dann sehen wir durch die Wände, ob da einer drin ist oder nicht, hätte ich jetzt gesagt. Außer ich bin Julius Caesar, ich kann zwar nur Nahkampfwaffen benutzen, aber dafür kann ich Typen auf dem Boden platzieren, die, wenn die angegriffen werden, zurückkämpfen und den Leuten hinterher rennen. Und damit will ich den Weg zum unteren Vault versperren und hoffe, das klappt. Also Chris, es gibt ja auf der Map irgendwie einen großen, kleinen Vault, weiß ich, die da müssen wir sehen, sprengen. Ich habe halt den Leuten Geld in die Hand gedrückt. Ich glaube allerdings nicht, dass bei unserem Vorhaben sowas wie Karl Marx irgendwem was bringen wird. Nee, ich glaube auch nicht. Karl Marx ist zwar ein cooler neuer Charakter, aber bei Al Capone wiederum mit dem Escape Tunnel, den finde ich gar nicht schlecht. Ja, und das mit dem Rum ist auch irgendwie witzig. Vielleicht kannst du draußen ein bisschen verscherbeln, weil die rennen ja draußen erstmal nicht rum wahrscheinlich. Ja, doch, Jay schon. Also, ihr könnt ja einen von den, spielt einer Al Capone? Er möchte. Ja, ich probiere aus. Ich guck mir nur Christian mal probiert ihn an. Dann spiele ich einen, der aufsprengen kann. Das brauchen wir. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehme einfach den Ingenieur und Bram nimmt irgendwas zum Ärgern. Zum Distracten, ja genau. Okay, nehme ich Gas Poison. Oder Feuer oder. Ich hoffe nur, dass lieber. Was du lieber Sekunden. Spielen möchtest. Okay, dann nehme ich Poison. Okay, ich hoffe nur, dass Al Capone sich umziehen kann. Weil der hat nämlich einen Business-Anzug an und ich bin schon falsch gekleidet. Ich wollte gerade sagen. Ja, oh, stimmt. Wir haben eine Map, die ist neu. Vielen lieben Dank für eure ganzen Vorschläge, die ihr immer mal wieder auf Pizmeet.de postet oder in die Kommentare. Da wäre es ganz wichtig, wenn ihr so ein bisschen guckt bei den Maps, dass die Maps nicht zu groß sind. Wir haben nämlich so ein bisschen das Problem. Lol, ey, die haben mir schon Scheiße direkt geballert. Gift. Hast du die Tür gerade aufgemacht, Kollege? Nein. Ich habe das genau gesehen. Nein, habe ich nicht. Den Typen hier, den habe ich mir genau angeguckt. Ach, fuck you. Da kommen schon wieder die Autos. Wir hatten da keine neue Klasse genommen von den Lamos. Greif mich an. So. Oh, Freunde, es gibt hier. Warte mal, wo ist so, der? Das heißt, ich mach unten auf. Christian kann draußen hinten. Ja, ich hab den rumvergessen. So einen Tunnel machen, ne? Da hinten am Truck. Da hinten am Truck. Wait, ich mach den doch hier, oder nicht? Was? Wo ist denn hier? Da geht auch. Da geht auch. Ich stehe neben so einem Truck, deswegen, ja. Ja. Da geht auch. Haben wir schon einen gesehen? Ja, und bullet. In der Lobby steht einer. So wird er gebullert. Oh, ich habe, glaube ich, den schon hart gedamaged. Aber es finde ich ja vollkommen okay, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, natürlich. No Trash Talk. Ich glaube, der hat wirklich die Tür aufgemacht. Ich habe ihn wieder nicht gesehen. So eine Scheiße. Also, ich hab mich nicht getraut zu schießen, weil ich nicht die erste Runde direkt verkacken wollte. Ja, gut, besser ist, wa? Ja. So, habe ich mich jetzt hier selber eingesperrt? Nee. Okay, gut. Jo! Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Bram, ey, du Ficker! Ohne Scheiß! Zum zweiten Mal fällt der mir auf! Okay. So, ihr habt den rum dabei, wie kommt man Freunde. Denn hier, Scheiße ein bisschen nach Moonshine, wer will? Weiß das einer, wie man nach unten kommt? Ja, irgendwo ganz. Da gibt eine Treppe. In der Lobby bei Bram. Jo, nice. Bram, der hatte ich. What? Aber der sieht doch nicht, wie ich die hinlege, oder? Nee, er hat aber einen Sass irgendwie auf dich gehabt, keine Ahnung warum. Was legst du hin? Die Gasgranate. Ach so, ja, wenn die gespawnt ist, während du daneben stehst, dann ist der Nee, Fall eigentlich nicht. Klar. Also ich habe das jetzt aber auch nicht verstanden. Wie kommt man denn ohne Aufzug nach unten? Ja, gib eine Treppe auf jeden Fall. Scheiße, wo ist sie denn? Ich schmeiß mal die Runback. Ich hab mal draußen, Julius Caesar in der Lobby. Ich hab mal draußen aufgemacht an der Seite. Okay, ich bin jetzt auch wieder oben. Ich hab meine. Gestorben. Ja, sehe ich. Weißt du, was sie gerade targeten? Ja, hier unten irgendwie den Weg. Mach mal Feuer aus.
Die haben mit ihren Scheiß-Modus. Ah, lol, man kann da so... Die haben hier den Weg nach außen aufgemacht. Stell ich auch mal einen Soldaten des Römischen Reiches hin. Ich komme gar nicht durch mehr. Brauchen mehr Distraction, Bram. Sobald du den Vault offen hast... Ja, ich mach jetzt noch ein bisschen Distraction. Warte mal, im Vault wollen wir ja den Tunnel gar nicht machen. Der ist ja völlig offen. Wieso sehe ich da so ein Skelett rumspringen? Ich weiß nicht, haben die so einen Skin? Ja, weiß ich nicht. Also, also hier vorne an der Tür steht Julius Caesar direkt. Blockiert der Scanner? Achso, so funktioniert der. Kannst du da auch durchgucken? Ja. Holy shit. Das ist ja interessant. Jetzt kann ich die Tür nicht aufmachen. Lol. Da hat, glaube ich, gerade einer einen umgehauen. Scheiße, jetzt habe ich genau in der Sekunde weggeguckt. Das ist belastend. Da kommst du auch gar nicht durch mehr. Ja, und der andere rennt gerade hier rum. Glaube ich. Also da ist zumindest jemand gerannt. Wo machen wir den anderen Tunnel hin? Ja, am besten unten irgendwo im Vault. Ja, der andere ist hier. Ach, wenn du da durch die Tür gehst, dann wirst du ge-X-rayed. Echt? Ja, guck mal, da ist dieses blaue Ding. Jo. Ich kann da nicht durch. Ich kann nicht durch das X-ray durch. Der Julius Caesar ist hier bei dir. Aua. Okay, das ist oben passiert. Gehst du Feuer ausmachen? Ja, wenn ich das finde. Ah, ich hab's. Okay. Ich hab grad wieder ein Auto gehört. Oh, damit wollten sie mich umbringen, die Schweine. Also wir haben... Wir haben Gift, Explosion, das Auto. Was ist der andere? Ja, weiß ich nicht. Wait, der hat mich vergiftet. Alter, nee, Bram ist das. Bram hat uns vergiftet. Fuck it. Ja, ich hab da... Ah, nice. ja, dann gehen wir unten im Keller den Tunnel machen, oder? Ich bin jetzt mal bei den Diamonds, genau, ja. Ich muss irgendwie den scheiß Weg nach unten finden. Ich auch. An einem Rand gibt's auf jeden Fall ein Dings. Eine Treppe nach unten. Ja, die habe ich auch eben gefunden. Hier ist einer drin. Hat gerade das Feuer vor meiner Nase angemacht. Ja, scheiße, bist du das jetzt? Der hier könnte das sein, der Rote. Ja. Der gerade rausgeht mit dem grünen Kopf. Ich komme mal zu dir und mach das Feuer aus. Wo ist denn das Feuer? Ich hab's ausgemacht. Achso. Warum läufst du so gebückt rum? Hä? Ich lauf ganz. Da ist eine Bombe da. Wenn du dir zu nahe kommst, explodieren die. Hallo, Barmensch. Ich mach mal Feuer hier oben. Das habe ich auch schon gemacht gerade. Einer bei den Juwelen in der Richtung. Ah, ich habe die Treppe gefunden. Wo bist du da? Okay, da ist die Treppe. Einer ist hier unten. Julius Caesar macht hier wieder an der Tür irgendwas. Er hat eine Leiche gefunden. Da auf dem Bildschirm. Ja, dann schießt du doch kaputt. Ja, kann ich nicht. Ich habe nur Nahkampfwaffen. Ach so. Wird geschossen. Feuer läuft. Ich gehe nach unten den jetzt Tresor aufmachen. Obram. Scheiße, wo ist der denn? Scheiße, wo ist der? Ja, genau. Wo ist denn die Tür zum Tresor? Fuck it. Kannst du die hier einfach wegsprengen? Ich habe jetzt eine Wand weggesprengt und ich glaube, von da aus kommt man einfach da draußen. Julius Caesar geht zum Feuer. Ja, und gibt einen Ausgang einfach unten. Ja. Wo ist denn jetzt schon wieder dieses scheiß Feuer, ey? Ah, ich hab's gefunden. Ich bin mit dem Geigerzähler noch nicht so hundertprozentig. Ich meine, ich weiß ja, wo ich das geplättet habe, aber wann sehe ich denn das? Wann geht's da zum Tresor? Weiß ich nicht. Kannst du Feuer machen, Christian, oben? Die sind gerade beide hier. Ja, ich geh distracten. Okay, dann gehe ich vorne draußen nochmal Moonshine verticken. Oder soll ich zu dir runterkommen? Nee, hey, versuch mal oben zu bleiben. Ich versuch mal bei die Feuertür. Okay, Julius ist bei mir unten. Der obere Vault ist noch zu. Ich gehe gleich mal unten gucken. Geh du mal unten gucken. Ich guck hier, irgendwie haben die ganze Zeit Action auf dieser scheiß Map hier unten. Ach, Map hier unten. Was laberst du? Ja, verwirrt. Ist das doch. Oh, unten haben die auch einen Eingang aufgemacht. Im Erdgeschoss hinten. Julius hat den Geheimgang gefunden und geht jetzt raus. Oder geht gucken zumindest. Wait, bei uns zum Auto? Nee, der guckt hier unten und sucht, ob einer... Der sneakt hier die ganze Zeit rum. Doppelfeuer. Das heißt, sie haben mehrere Brände. Okay, der untere Vault ist auch noch zu. Irgendwo ist hier jemand Böses. Was haben die denn? Weiß ich nicht, hier brennt alles. Scheiße, ich kann halt jetzt nicht zum Tresor, weil der ist halt hier.
Oh, der obere Tresor ist ja gerade offen. Ja, genau, sonst geht du mal um zum Tresor, Bram. Ich hab mal einen Knopf gedrückt, der hat irgendwas aktiviert. Aber der Tresor. Oh, leider. Die seitliche Tür ist auf. Beim Boss. Ja. El Capone ist erwischt worden. Vor allem wo? Verdammt. Einer hat gerade geschlagen, ich glaube über mir. Ja, den habe ich. Christian. Oh, oh. Ist das das erste Mal, dass sie die fette Bombe machen? Okay, der obere Vault ist offen. Okay, Cäsar rennt unten noch rum. Cäsar rennt hoch. Oben der Tresor ist auf. Nice. Kannst du da jetzt theoretisch jetzt das Zeit, Ding? Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt meine Zeit, time to shine. Oh, die, das gibt mehrere Eingänge dazu. Ich muss gerade noch Feuerscheiße ausmachen. Ich muss erstmal den Weg nach oben finden, das ist ja hier die neue Map. Leute, Alter, wie viele... Ist das hier der richtige Weg? Ja. Ja, aber es sieht so aus, als wären da zwei Eingänge. Da hinten ist auch noch eine Tür, da. Ich weiß nicht ganz, wo die hinführt. Okay, pass auf. Kannst du da durchgucken, wenn man... Lol, mein Spiel ist abgestürzt, glaube ich. Oh nein! Nein! Jetzt werde ich hier... Du läufst einfach gegen die Wand. Marie Curie, komm schon. Komm schon, du bist so eine kluge Frau. Lauf nicht einfach gegen die Wand. Sei nicht dumm. Oh. Ja, da bin ich am Desktop. Ja, stark. Ja, ich habe aber Bram auf frischer Tat ertappt. Ich mache das hier auch noch alleine. Kein Thema, Jonathan. Hier steht so ein Legionär. Was soll das denn? Oh, was ist das denn hier? Meinst du, dem kann ich meinen Rum verkaufen? Stimmt. Verkauf dir meinen Rum, dann mach ich auch mal Moneten. Oh Gott, hier ist ja richtig viel Geld. Und im Keller gibt's einen Raum, wo richtig viel Geld ist, einfach. Wieso kann ich dir mir keinen Rum verkaufen? Der hat schon. Ich verkauf dir mit Legionär von Peter jetzt Rum. Komm, gib mir Geld. Okay, tu da nicht. Okay, ich hab unten in die Trümmer. Genau, Feuer gemacht, super. Wieso geht hier unten die Tür nicht auf? Wieso geht die Feuertür nicht auf? Fuck me. Wie kommt man denn unten zum Tresor? Holy shit. Scheiße, ich war oben im Tresor drin und wollte den leer machen, aber der kam. Oben der Tresor ist offen und da liegen, ich hatte 40.000 dabei. Bram, wie komme ich denn hier unten zu dem Fuhrentresor? Wie, da durch die Tür geradeaus. Hinter die dir. Hier? Nein, hinter dir. Hä? Da war ich doch. Und dann die nächste. Aber da geht's nicht zum Tresor, das ist nur ein Raum. Hä? Das gibt noch einen unten Tresor, den großen. Ich fahr mal mit dem Aufzug. Ich glaube, da kommt man nur mit dem links, Aufzug hin. Da links durch die Tür. Ja, aber die geht nicht auf bei Feuer. Aber die, ich glaube, jetzt so langsam wissen sie es, dass ich alleine bin. Mal gucken, ob sie es für sich nutzen können. Ihr kleinen Schweine. Ja, müssen sie doch, oder? Also wäre ja ganz schön schwachwendig. Ja, da hast du absolut recht. Oh, Sepp, ich bin unten beim Tresor, ich habe einfach den Aufzug genommen. Kannst du hier bei mir die Tür aufmachen? Die hier? Nee, da ist der Tresor. Nee, er steht, der steht auf der anderen Seite. Okay, scheiße, dann muss ich zu dir kommen. Ja, vielleicht kann man da oben drüber abhauen. Er hat nur 1,30. Ja, oh Mann, ey. Ich dachte, man kommt von da aus auch dahin. Ja, ich bin... Lol. Okay, ich call jetzt mal nicht Christian out, ne? Bitte nicht. Weil ich jetzt den anderen zugucken kann. Na, mach mal nicht. Oh, jetzt geh ich kann allen zugucken, oh, das gefällt mir. Ach scheiße, hier ist ja der Scheiß. Oh, Peter. Du blockst mich selber. Ich kann den Tresor nicht öffnen. Ich habe unten mal den Drill jetzt gemacht. Ich gehe wieder nach oben. Du hast den Drill unten gemacht? Ja, nicht, also hier den Tunnel, damit man direkt zum Auto kommt. Es gibt auch so noch einen Ausgang. Ja. Cäsar rennt hier auf der mittleren Ebene rum. Ich gehe mal unten jetzt den Tresor aufmachen. Das ja nicht beobachtet, hätte ich gerade. Okay, da willst du wirklich da lang gehen. Ich will mal nach unten gehen. Ah, ich kann nicht hier auch nach unten gucken? Jo, ich kann hier auch nach unten gucken. Dieses X-Ray-Ding ist schon krass, aber so richtig nutzen konnte ich das noch nicht. Okay, Entrance wo hast du denn den Ausgang? Da. Hast du den Ausgang schon irgendwo draußen gesetzt? Ja, unten bei uns am Fluchtauto. Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Oh, die sind alle tot, weil ich die umgebracht habe. Du hast die umgebracht? Ja, aber indem ich neue platziert habe. Oh, da ist wieder was explodiert. Ja, ich wollte den oberen Vault schützen mit meiner Armee. Ich habe ja Leute hinter mir versammelt, die in meinem Namen kämpfen. Was ist denn hier noch kaputt gegangen? Noch mehr Feuer, ey, leck mir am Arsch. Ja, hier ganz schön gestresst werde ich. Ja, du machst das schon. Ja, guck mal, hier ist meine Armee. Das sind 108.000. Also wegen Geld alles gut, ne? Ich habe Geld aufgenommen. Ja. Wegen ich guck die ganze Zeit auf den Aufzug zu gucken. Geht der hoch? Noch
nicht. Stimmt, Christian, also, kannst du um den Aufzug covern? Nee, der ist draußen gerade. Nee, ich kann aber gucken. So, hier die raus. Tür brauchten wir. Jo, aber ist egal, raus. Hallo, zieh dich um. Ja, ich bin am Aufzug oben. Wenn einer hier reingeht, sag ich dir Bescheid. Beziehungsweise ich werde ihm beschießen. Ist geradeaus einfach. Oh Gott. Ist denn der Tunnel schon fertig? Nee, Sepp ist gerade einen anderen Weg rausgegangen, weil es halt convenient war. Und ist draußen. Wo ist denn hier das? Scheiße, geh ich hinten oder vorne raus? Ja, geh vorne zum Auto. Aber hier nicht. Oh nein, jetzt wissen sie, wo ich bin. Ich frage mich, ob die versucht haben da überhaupt schon oder ob die dann direkt aufgeben. Wo ist euer... Was ist euer Plan? Ihr seid zu dritt. Was macht ihr? Wieso sehe ich euch nicht? Oh, wo war das denn? Ah ne, das war ich. Ich bin bestimmt Overtime. Ich versteh's nicht. Du. Die haben jetzt hier das Feuer. Ist egal, das macht aber keinen Unterschied mehr, Sepp. Doch. Was? Nein, du hast einen riesigen Rucksack auf dem Rücken. Da ist einer. Ich hab keine Nahkampfwaffe, keine Schusswaffe. Nein! Das ist frech. Das sehen die vielleicht nicht. Doch, Julius Caesar rennt hinter dir her. Jetzt schnell. Boah! Boah, letzte Sekunde hier. Nein. Wo kam das Geld denn her? Scheiße. Wir waren dann doch noch unten im Tresor. Ja, wir haben den Weg eventuell nicht gefunden, wie man da unten zum Tresor kommt. Alter, wir waren so lost. Man ich konnte dachte, der in den zu. Tresor von wir hatten nicht rein. Ja. Wir hatten hier den unten aufgemacht. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Nicht von vorne. Gesprengt einfach. Kannst du von der Seite aufmachen. Alles gut. Okay, alles klar. Also, wir haben den halt gesprengt. Aber du kannst nur über die Scheiß... über den Aufzug da rein. Weil die Hintertür könnt ihr zwar aufmachen, aber wir nicht. Achso, da hilft auch Feuer nicht. Nee, da hilft auch Feuer nicht. Das wäre ein bisschen asozial, glaube ich auch. Aber da haben wir die ganze Zeit dran gearbeitet, dass wir da rein kommen. Dann, ja? Damit wir Zeit bräuchten haben. So ein bisschen Zeit noch. Jetzt hast du erzählt, dass die Tür nicht geht. Pass auf, ich mache einfach die nächste Runde, ja? Wir gehen ein bisschen auf Explosive Christian, dann nimmst du Mechanik und du hinst alle Türen. Unten die Türen, ne? Genau, unten die Türen halt, weißt du? Und dann machen die halt auf. Ich weiß nicht, wie Sepp zu der Tür unten gekommen ist, ne? Ich bin ja, das ist egal. Auf der linken Seite die Treppe runter. Hinst einfach alle. hier, Sepp, du nimmst den Madman. Oh, das war der Madman. Das ist ja mit dem Explosion auch links bei Breach und ich nehme den Demo und wir lassen die Hütte explodieren. Wir machen alles kaputt, jede Wand, alles. Okay. So, und wir können auch so Sachen machen wie, hey, pass auf, einer stellt es da hin und ich lege ein Explosive davor oder wir probieren irgendwas in die Richtung. Ich mach die große Bombe und du machst so fast irgendwie um die Ecke oder auch so. Ich hab auch noch Fässer. Genau, und dann auch noch Fässer dazu. Das Problem ist, wenn ich die Tür dann hinschen soll, muss ich ein bisschen aufpassen natürlich. Also Marie Curie traue ich jetzt irgendwie nicht mehr, ehrlich gesagt, wenn das Spiel abstürzt, wenn den Geiger zählt, wenn er den X-Ray da placed. Ja, willst du mal Julius Caesar ausprobieren? Ich würde mal Queen Elizabeth ausprobieren, auch wenn ich die jetzt gar nicht so awesome finde. Ich muss jetzt gar nicht irgendwie, ich will einfach mal gucken, was ich hier finde. Was hier random mir sagt und dann nehme ich das. Okay, ich nehme Queen Elizabeth. Ich kann, wenn du mir nahe bist, kriegst du weniger Damage und mehr Speed. Ja, pass auf, dann ist es doch... Nee, dann macht es keinen Sinn, die Frau des... Die Dingens zu spielen, Managerin, oder? Genau. No. Wir müssen ja nicht direkt jetzt da reingehen und direkt irgendwie direkt Stress machen. Wir können ja erstmal in Ruhe ein bisschen... Wobei theoretisch hier, wo ich gespawnt bin, kann ich die Wand aufmachen. Mach die Wand auf. Es Hallo. Gibt hier auch ATMs, die man vielleicht machen könnte. Einfach... Christian, kannst du den vielleicht machen? Wie machen? Na, sonst mache ich den, warte. Hacken? Ja, klar. Ja, einfach hacken, dass das Geld da liegt, dass die ab und zu einfach rausrennen müssen, weißt du? Ach komm, let's try it. Ah, okay. Ey, ich spiel so gut wie nie die Wolf-Frau. Wie ich jetzt das erste Mal gefühlt. Wir machen das, Peter. Wir machen das. Wir werden ich muss dafür X drücken, okay. Für die Protection oder was? Ja, guck mal, ich kann auch. Ich kann uns so schützen. Alter! Wir haben Schild! SWAT-Team. Wir haben das heilige Schild! Aber dafür habe ich auch nur Nahkampf wieder. Achso, ich dachte, damit wir einfach Geld für die Overtime schon mal irgendwo. Okay, die haben irgendeinen Quest. Wow, jetzt hat sich der NPC hier vorgestellt. Beide in der Lobby. Einer in der Lobby. Einer nach oben. Alter, die kann so ein göttliches Schild machen hier, die Königin. Awesome. Die sind beide hier unten in der Lobby. Und jo, gucken, ich komme jetzt rein. Irgendwie die Dudes an. Wo werden die uns denn ärgern, hä?
Was sagst du? Ja, gute Frage. Ich trau mich einfach jetzt in die Ecke. Ich in die Ecke und shit. Ich werde so niemals was kriegen. Oh, das kann ich nicht unendlich lange machen. Oh, das ist. Ja, mit dem heiligen Schild, ey. Ja. Weiche Dämon, ey. So, wenn ich jetzt X drücke, bist du dann schneller? So, jetzt bist du schneller? Ja, wir. Ja. Wow! Wow! Ist ja 10 von 10. Moment, das heißt, du machst ein Schild? Hast du auch eine Waffe? Kannst du auch kämpfen? Also Nahkampf. Ich habe nur Nahkampf. Ich kann mit dem Zepter auch schlagen. Okay. Das ist jetzt nicht optimal, ehrlich. Aber ist witzig. Ich versuche mal auf der anderen Seite einen Explosive zu legen. Sind die dabei nach oben? Ja, ne? Also ich bin genau an den Türen, jetzt, die man hier wegkinschen kann. Ja, du kannst, genau, du kannst durch den Juwelier, du kannst eigentlich quasi mit mir laufen, ich komm dich abholen. Okay, wo positionieren wir uns, damit wir die bumsen? Ja, wir müssen reaktiv quasi sein, meinst du? Ja. Also wir müssen warten, bis was passiert. Ja, weiß ich halt nicht, ne? Ein bisschen bewegen müssen wir uns schon. Einfach immer bewegen, weil sonst stellen die sich nachher um uns herum auf und killen uns. Richtig. Beide hier oben, beim Boss und gehen jetzt vielleicht runter. So. Beide hier oben. Die Treppe runter? Ah, ja. Gehen auf diese andere Seite oben, ihr seid free. Ja. Ihr seid komplett free. So, und wir kommen jetzt in eure Richtung. Und okay, ich glaube, die Tür hier ist wichtig. Ja, ich hinge. Geh ein bisschen könnte sein, dass die jetzt zu euch kommen. Und fertig. Ich will aber auch mal zwischendurch nach unten gucken gehen, wenn die da Sachen aufmachen können. Mal hier. Oh, hier ist, hier ist Party. Ja, wir sollten nach unten. Okay. Ja, ist kein Problem. Ich hab eine Bombe gelegt. Ah, sehr gut. Genau auf die andere Seite. Die sind beide hier unten. Die sind beide hier. Ich hab volle Kanne Damage gekriegt. Die sind beide hier unten, die gehen beide jetzt zur Hintertür vom Vault, vom unteren. Haben die aufgemacht und die ist umgefallen? Ich hoffe, also ich hab die unhinged. Also dann, ja, die ist umgefallen. Nice, das ist schon mal gut. Nee. Andere Richtung. LOL. Oh. Hä? Was war da unter uns? Was passiert hier? Vor uns passiert Scheiße. Nee, hä? Ich raff es auch nicht, Peter. Außerhalb des. Die machen den Wolf von außen auf. Ja, und dann können wir von hier aus nichts machen. Dann müssen wir auch nach außen. Oder? Doch, hier ist offen. Kann ich das aber nicht mehr zumachen? Doch, kann ich mit X, ne? Ist der Wolf schon leer? Was passiert hier? Der Wolf ist schon leer. Hier ist der Wolf, Peter! Junge! Ach so. Ja. Alter, what the fuck? Entschuldigung, Panik! Ja, über den Aufzug wahrscheinlich. Okay, ist er explodiert. Ich hack hier ganz viele Arcade-Automaten. Die sind auf jeden Fall. Ja, das war ich oben. Oder was war das? Ja. Das Geräusch oben war ich die ganze Zeit. Bist du am Tresor oder was? Ja, ich war oben am Tresor, hab das nur kurz gemacht. So, aber das heißt, unten der Tresor ist jetzt frei. Ja, richtig? Ich kümmere mich mal um den oberen. Na, ich hab wieder zugemacht. Ja, sehr gut. Irgendwie von außen geplant scheint. Ah, ich bin tot. Warum? Ja, Explosion. Ja, aber von wo? Ja, weiß ich nicht. Peter ist explodiert, nice. Ja. Wo? Und ich bin ihm einfach hinterhergelaufen. So ein Arsch, ey. Ich wäre vom Balkon mal 20k einfach nach draußen. Ja, oh. Die Königin ist gerade hier wieder gespawnt. Die Königin will gerade hart auf den Sack gehen. Ist das alles verwirrend? Ich bin alleine, ich bin die Managerin! Ja, ich komme! Du darfst nicht auf mich schießen! Deine Königin kommt! Ich bin low HP, oh mein Gott, ich bin richtig low HP. Wo ist der? Moment, der rennt gerade nach oben! Ich muss kurz zur Polizei oder rennen. Ja, Bram, der hat dich! Bram, der hat dich! Ja, ja. Ich hab's nicht auch versucht, die Luft zu sprengen. Komm her! Ah! Oh, ich werd beschossen! Ihr schießt auf die Königin! Ja, was soll ich denn machen? Peter, komm da draußen! Oh Gott, die hat mich... Steel! Und ich komm. Die hat mich getötet. Hä? Ich war voll gestunt! Ich glaube, sie kann stunnen! Wieso treffe ich dich? Komm da draußen! Ja, Junge, ich bin hier am Kämpfen gewesen! Ich komm jetzt da draußen. Heil dich! Da ist Geld! Geld liegt in der Hauptlobby. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, hä? Ich kann mich hier. Also, ich habe noch keine Donuts gefunden. Okay. Oh. Ich gebe mal 20k ab, damit die einfach ein bisschen Pressure haben hier. Mach das. Dann wir. Genau, hier ist der obere Vault.
Hältst mal die Tür noch, Christian. Ja, bin dabei. Schade, jetzt ist sie gerade zugegangen. Ist gehinscht. Nice, Peter. Also nochmal, ich mach nochmal Feuer, nicht viel dann Leben. Ist die offen. Der Hauptlobby. Hier brennt alles! Verdammt, Feuer! Ich, Alter. Die werden mich so ficken. Ja, ich komme. Ich bin jetzt oben in der Lobby. Ja. Hab Feuer nicht, ausgemacht. Müsste ein Geldsack. Ist der da noch? Ja, der ist da noch. Pickpocket-Shit ist hier auch. Da bist du ja, meine Königin. Oh, was? Nein, Peter! Lass mich doch nicht wieder alleine! Ja. Alter, was soll ich denn machen? Peter! Warum stirbst du immer und ich nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht! Wenn er mir schon mit der Keule gibt, Alter. Also die Keule ist halt. Guck mal, da kommt direkt wieder. Da kommt er. Ja, Moment, 14 Sekunden, ich laufe kurz daher. Ich hab Angst alleine! Die ich bin deine so Königin! Finden. Ja, deine Königin, komm her, meine Queen, mach mal Licht aus da, ja, danke. Ah. Oh, meine Queen. Die haben deine Krone geklaut! Das ist doch der bestimmt hier, oder? Der Wichser. Ich geh mal unten in den Vault. Habt ihr den unten schon auf? Unten ist er auf, ja, auch die Hinge-Tür ist schon open. Ja, aber nee, der eine ist bei mir oben. Hauptvault nicht. Beide hier oben. Ja, was ist das denn für eine Tür hier? Oh, die haben beide einen Sass auf dich, Bram. Ja. Ich weiß es doch auch nicht, Peter. Die haben meine Krone geklaut? Die haben meine Krone gezockt! Scheiße! Explosion! Oh, oben? Ja, weiß unten? Ich nicht. Es klang, als ob das über uns war. Okay. Ne, die sind beide wieder runter in die Lobby. Das ist gut. Dann können wir nämlich hier das Büro ein bisschen leer machen. Und Geld rausschmeißen. Sei denn hier. Siehst du, ob die wieder hochkommen? Ach, jetzt schießen die da, ballern die da oben rum, ey. Die sind so Wichser. Ne, gerade sehe ich es nicht. Oh, kein Problem. Man wendet. Aber nochmal ein bisschen Bescheid. Kann einer den Aufzug protecten? Noch nicht, gerade nicht. Ich kann runtergehen. Warte. Okay, jetzt können wir runtergehen. Was hier? Komm, treib die Dämonen aus. Ja. Boah, gehen die mir auf den Sack mit diesem Feuer, Alter. Scheiße, ich hab dich alleine gelassen. Wo ist meine Dienerin? Wir müssen die Bombe suchen, Peter. Ja. Das dauert aber ein bisschen. Ich hab hier so, aber... Um also der Vault ist offen. Ja, unten doch auch, oder nicht? Nee, unten ist nicht auch. Also hinten oben, die Tür ist auf. Ich mache jetzt vorne die Tür auf. Ich bin oben am Aufzug. Pass auf, dass du nicht von der Explosion erfasst wirst. Okay, hier sind beide. Beide hier, wenn die da bleiben, explodieren die. Scheiße, ich glaube, ich kriege die Explosion. Ich bin deine Dienerin und du läufst die ganze Zeit hinter mir her. Ja, du bist wie so eine Vortesterin. Nein, ich mache hier alle Türen kaputt. Ist sie da gerade gerannt? Ich glaube, wir sind einfach gefickt. Ja, ich glaube auch. Wir sollten uns irgendwo hier verstecken. Damit wir nicht sterben. Und hier ist der Vault über uns. Scheiße. Peter. Ich hab Angst. Wie die einfach meine Krone geklaut haben, ist insane. Okay. Ich glaube, das war 10 Meter? 7 Meter. 7 Meter, Christian. Ich ab 18, alles gut. Ja. Und fress ich hier noch einen Donut. Jawohl. Der Vault oben ist auf jeden Fall auch auf. Ja, vielleicht machen wir. Hier ist mittlerweile alles offen. Ja. Sehr gut. Aha. Fucking Feuer. Nee, oben beim Vault, da ist gerade keiner. Wo kam denn der Piepen her? Jetzt, doch, stimmt. Beide sind hier. Beide? Okay, dann geh ich unten in den Vault. Ja. Beide laufen hier oben zum Feuer. Dann mache ich doch unten Feuer. Ich mach unten den Vault. Nee, wobei Feuer brauchen wir gerade nicht. Ne? Unten reicht ja. Wie viel brauchen wir? Ich hab raus. Wir sind immer noch hier. Die stehen beide genau vor mir. Wo seid ihr? Wir sind hier safe. Irgendeiner von denen ist hier safe dabei. 100%ig. 100%ig, ja. Ich trau mich nicht zu schießen. Nee, besser nicht. Der guckt jetzt die ganze Zeit an. Ja, ich weiß. Ohne Scheiß. Ah, das war hinten. Das war doch direkt hinter dir, what the fuck? Ich hab draußen mal ein bisschen Geld hingeschmissen, ich geh mal rum und werd halt mal einsammeln. Gut. Okay, ich hab 92.000. Ich lauf mal in Alarm, damit die runterkommen. Also die sind auf jeden Fall die ganze Zeit hier und jetzt stehe ich einfach hier oben in der Tür drin und jetzt kommen die aus dem Vault nicht mehr raus. What? Also die killen mich. Ja, doch scheiße, die Königin ist einfach, die Königin kann durch mich durchlaufen. Ich bin auf dem Dach. 30, ah, ist das ja die Sache. Okay, sind beide hier immer noch oben? Immer noch oben? Christian, ich komm, da sollen wir beide abgeben. Immer noch oben? Okay. Alter, wie viele Leichen hier liegen? Wir haben 37.000, wo haben die her? Ja, weiß ich nicht. Einmal gesehen.
Ich hab schon, da liegen auch nochmal 15. Wenn du abgibst, ist ja eh Ende. Alles gut. Ja, ja, wo liegt das? Hier immer noch. Ich weiß nicht, wo sie hinrennen. Wie, wo liegen? Du brauchst nichts liegen. Du hast doch 90, oder nicht? Ja, ja, nee, ich wollte, wenn das auf dem Weg ist, einfach mitnehmen. Da hinten. Ein bisschen Angst hat, die jetzt gleich hier neben mir sind. Gib mal ab, ne? Ja. Oh, können die Tür immer wieder zumachen? Mmh. Jo. Okay, die können die Volltüren wieder zumachen. Muss ja hier unten sein, oder? Ja, vielleicht ist es hier unten auch schon leer. Wobei, hier unten war so viel Geld drin, da haben die ja letztes Mal mit einmal mit beendet. Hier liegt meine Leiche. Oh, da haben sie wieder das Geld, Alter, wir haben die nicht einmal gesehen. Ich hab zwei gekillt. Ja, dann hatten die, ja, die hatten ja die Frau, die die Volltüre wieder zumacht. Ja, stimmt, ich hab sie nicht einmal gesehen. Ja. Okay, stimmt, ich hab diesen einen Moment da von dir verpasst. Hallo. Das war ein starker Klau. Wie oft ihr die ganze Zeit diese Volltüre wieder zugemacht habt. Das ist mein Job. Ja, ich war auch echt lange nicht gecheckt, dass du das kannst. Ich dachte, Moment, die war doch gerade kaputt, wieso ist die wieder... Da war ich schon so gezweifelt, ob meine Explosion nicht stark genug war. Aber unten war dann... Habt ihr nicht mehr gucken, also seid ihr nicht mehr gucken gegangen, ne? Ja, war stressig. Okay. Ne, wollte ich, also, weil wir haben dann unten geklaut. Ja, glaube ich. Wir haben euch ein bisschen durch die Gegend geschickt. Ja, kann man wohl sagen. War eine gute Taktik von Bram, nice. War witzig. Nicht aus. Ja, letzte Runde, let's go. Ich glaube, ich bleib bei dem Mechanic. Ich würde aber sagen, wir brauchen mal auch so ein bisschen einen, der die Kiste macht und die ein bisschen verarscht. Dann kann ich die Vaults aufmachen. Dann muss ich aber längst ein bisschen unterwegs sein. Dann müssten wir... Also wir kommen easy unten in den Vault. Ohne die... Also es gibt ein Vent außen auf dem Dach, worüber du in den Vault kommst. Unten. Ja, guck mal. Dann kannst du doch als Kiste super da reingehen. Ja, du musst nur aufmachen. Ja, mach selbst die Kiste. Aber dann, ja, dann nimm Bob. Was soll ich spielen? Was? Du spielst ja, sollst du die Kiste spielen, Sepp. Genau, dann nehme ich den Bombenbuggy. Du musst aufs Dach mit mir und wir müssen dann runter. Kannst du eigentlich im Zweifel den Tech nehmen, oder? Für Drohne? Ich kann den Tech nehmen für Drohne. Soll ich dann auch an den PCs gehen? Oh, dann kannst du durch den... Kannst du durch, auch, ja. Entschuldigung, Zwischenrede, aber doppelt. Dann kannst du durch den Schacht mit der Drohne fliegen und das Geld mitnehmen. Vielleicht der Typ, der die Wände macht. Ah, ja. Für dich dann, oder was? Oder nee, ich nehme Firefighter, die sind die ganze Zeit über fucking Feuer gegangen. Wer macht denn diese Scheißwände nochmal? Ich habe ihn, Reinforcer. Der hat auch eine geile Waffe. Und kann diese Heartstations machen, die Leute schocken. Ja. Also dann haben wir so ein bisschen Safety-Doppel-Moppel. Wir können hier vorne direkt aufs Dach. Ja, ja, da müssen wir auch direkt hin, damit ich da Sprengi machen kann. So. Ey, nochmal, lass ey, ich will ja bis, Peter, lass uns bitte jetzt nicht nochmal verlieren. Ja, wir hatten ja Spaß. Ich kann das nicht. Ja, wir hatten wirklich einen Spaß unseres Lebens, das muss man schon sagen. Ah. Ja, das da kannst du Extended Max tatsächlich holen, der. Ja, ja. Ja, erstmal gucken. Ich guck so lange ganz kurz noch, wo die hier die überhaupt erstmal sind. Die Kamera ist disabled auf dem Weg. Nee, da kommt die ja hoch. Ja, das macht Sinn. Also hier vorne geht's runter. Warte, ich mach auf. Ich hab Charlie. Ich hab keinen Fall, ich hab eine Ah, okay, einer ist Feuerwehrmann und hat hier vorne die Türen kaputt gemacht. Fickers. Genau, so ihr Fickers. Wo kann ich denn jetzt hier diese Wände machen? Ich such mal das mal unten, wo ich... Oh, jetzt machen sie... Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt gehen sie gar nicht auf Explosion, sondern machen Hacken und machen so die Dinger auf. Also jetzt gar nicht mitkommen müssen, du kannst auch... Doch, ich kann hier sprengen. ...starten. Du kannst aber Kiste machen, ne? Pass auf. Ja, ich mach Kiste auf jeden Fall, weil hier sind halt Kisten auch. Scheiße, Sepp, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Du kannst wieder da hoch, auf die Kisten springen. Ja. Und dann da hoch. Okay, ja, also unten wir haben ist die einer. Kiste. Christian, der kommt. Verpiss dich. Der hat's gesehen. Question is, wer is it? Okay, ein bisschen Explosion haben sie auch. Feuer! Ich hab Feuer! Aus. Zack. Ihr Wichser. Unten ist der Vault schon offen. Unten ist der Vault schon. Unten ist der Vault schon offen. Wer von denen ist der Hacker hier? Der ist hier. Der ist hier. Ja, ich bin vom Dach runter. Ja, Feuerwehrmann ist immer noch hier unten. Okay, also wir haben die Kiste, haben wir schon mal im Vault platziert. Das ist doch schon ganz schön. Sehr gut. Dann gucke ich noch bei dem anderen Vault, dass ich da ein bisschen. Das war er schießt im Vault, glaube ich, auf Kisten. Okay, Peter, geht's dir nicht gut?
Ja, ich schieß auf Kisten. Achso. Ist aber schade. Aber ihr geht's richtig über die Kisten. Weil du bist smart. Sonst geht ihr mal oben in den. Ja, ja, ich gehe jetzt oben ins Ding, fange jetzt an, so Feuer zu machen und so einen Kram. Okay, also wie einer von denen ist halt der Feuerwehrmann nur. So, und jetzt sofort, und jetzt gehen die Tresore auch auf. Und zwar 3, 2, 1. Nice. Das Weirde ist, ich kann hier keine Wände verstärken. Habe ich noch nicht einmal gesehen. Ja, wir sind gefickt. All walls have been opened. Ich weiß nicht mal, wo der hin ist. Er macht die ganze Zeit die Türen auf und zu. Ja, ich unter dir, teilweise. Alter, okay. Ich dachte, die verarschen einen komplett jetzt. Ah, die haben die Feuerwehrleiter so platziert, dass du ja, nicht... Mike, magst kommst. Du vielleicht irgendwie um die Ecke gehen und die Schaufenster kaputt machen? Ja, dass hier irgendwo, dass du mal gegenschießt. Ich bin gerade am überlegen, ich spreng mal die Leitern mit dem Auto. Ich sehe leider nicht, ob hier unten noch einer ist. Wir müssten ja die Fenster direkt mit kaputt gehen. Aber bei mir ist unten immer noch einer. Der geht jetzt aufs Dach, der guckt dir... Nee, ja, er klettert aufs Dach. Wie kann die... Warum sind die so sneaky? Ich bin da auch verwirrt. Eine Leiter ist nur kaputt gegangen von dem Bombenbuggy. What? Okay, krass, der eine protected die ganze Zeit hier unten den Vault. Ja, das ist ja okay. Dann können wir oben Quatsch machen. Also ich bin im unteren Vault die ganze Zeit, aber so richtig passieren tut hier nichts. Ich bin im oberen Vault. Du bist da drin, okay. Ja, der eine geht jetzt zum Aufzug. Ja, muss wahrscheinlich der Feuerwehrmann sein, ne? Nee, der gepanzerte. Der gepanzerte ist immer noch unten. Als ob der die ganze Zeit jetzt hier unten an dem Vault einfach kämpft. Oh, Feuerwehrmann ist hier oben bei mir. Geht aufs Dach. Kommt wieder zurück. Ne. Ich mach den an, ich geh zu dem anderen Vault. Einer ist jetzt auf dem Dach. Okay, ich fange jetzt an, den Vault hier leer zu machen, Bram. Einer ist wieder runter. Ja, mach oben den Vault leer. Ja, ich fange gleich an. Mach nur die Kamera noch weg und ein Fenster auf, damit ich die Sachen rausdroppen kann. Beziehungsweise du mit dem theoretisch hier reinfliegen kannst. Okay. Kann man durch die normalen Fenster mit der Drohne fliegen oder soll ich ein großes aufmachen? Mach lieber ein großes, ich weiß nicht, ob das reicht von der... Muss ich schauen. Okay, habe ich gemacht, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe machen. Ich mach unten... Also, ich weiß nicht, ob der andere. Weil wenn man hier oben bei mir. Am oberen. Ja, unten gelegt auch einfach mal. Ah, das ist gut, dann kommt der Feuerwehrmann weg. Hey, die haben eine Türchen zugemacht. Auf damit. Wo sind die? Ich hab keine Ahnung, die haben wahrscheinlich wieder 120k. Kämpfst du? Nein. Die verarschen uns nur, wo sie können. Schon wieder, wo ist das Feuer diesmal? Unter mir. Ich guck mal durch die Kameras. Ich gehe mal die Kameras durch. Das ist eine gute Sache. Die gibt es ja auch noch. Ich check mal den oben. Ist der Feuerwehrmann? Geht nach oben wieder. Ist der andere Dude hin? Der ist. Ich fange an. Der andere ist in der Kamera die ganze Zeit. Ja, der Feuerwehrmann ist in dem oberen Vault. Aber wo in der Kamera? Achso. Jetzt gerade hier unten war der in der Kamera. Aber jetzt ist halt, der switcht halt durch, ne? Was soll ich machen? Der Feuerwehrmann hat hier, glaube ich, Sass auf einen Business-Typen, der nicht ich ist. Ja, der ist immer noch hier unten. Scheiße, er hat mich getötet. Peter hat mich der hat einfach unten auf Kisten geschossen. Ah, er hat mich wahrscheinlich in der Kamera gesehen. Richtig mieses Ding. Okay. Hier sind mittlerweile drei Leute im Vault oben drin. Sehr interessant. Und hier ist auch plötzlich die Kamera kaputt. Oh mein Gott, eine Kiste. Oh mein Gott, das also, habe ich gesehen. Die greift Kisten. Einer ist Kiste. Okay, bitte noch. Das war ich. Sepp ist Kiste. Also, die wollen oben auf jeden Fall den Vault angreifen. Haben wir. Das ist oben. Er hat gesammelt. Im Vault einfach Geld gesammelt. Ja. Okay, Peter ist die ganze Zeit unten am Campen. Okay, soll ich irgendwie unten nochmal Stress machen, Christian, für dich? Jay ist nach oben gekommen. Tja. Wissen wir, wer Peter ist? Ich kenne bis jetzt Peter ist die ganze Zeit der Dude unten im. Der steht im Vault. Peter ist der Gepanzerte und Jay ist der Feuerwehrmann. Genau, der im Feuerwehrmann. Vault und ist die ganze Zeit am Campen da.
Der steht im Vault, dann schicke ich doch mal Bombenbuggy da rein. Auch, ja. Also er rennt da rum, aber der steht die ganze Zeit da im Vault und... Ja, soll der mal da stehen? Der, die haben sich, auch schon wieder hier guckt die... Guckt sich den Shit an. Jay hat auch schon wieder den Eingang zugemacht. Ja, sag, geh mal weg da. Da. Über die Kamera sehe ich auch tatsächlich eine Wand, die man verstärken kann. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Für Preis. Ach, keiner hier. Ah! Okay. Drohnen! Nee, komm, come on. Hau ab, Drohne. Wo bist du? Seh dich. Einer der Leitern ist weg vom Haupteingang. Da, der ist wieder offen. Ja. Gib es nicht, Drohne. Ja, übers Dach kannst du einfach oben runterfahren mit dem Bombenbuggy, ne? Ja, aber dann stehe ich auf dem Dach. Ja, stimmt. Gut. Ja, ich bin aufs Dach. Aber ich hab dir mal den Eingang aufgemacht. Der, mit der, der ist immer noch in der Kamera. Der ist immer noch unten im Vault mit der Kamera. Beim oberen Vault müsste relativ viel Geld liegen. Ja. Hat, aber man versuchen mit der Drohne einzusammeln. Habe ich gerade probiert. Hat der weggeballert. Also der eine bewacht den einen Wollten, der andere den anderen. Ja, das ist ja, da müssen wir über, da müssen wir über Kill gehen. Weil ja, ich versuche mal ATMs noch zu machen. Also ich schicke jetzt, Oben ist, so einer, ich distracte den mit der Drohne gerade. Da achtet der gerade hart drauf, weil der immer noch oben bei einem Vault ist. Ich disable die Kameras und dann schicke ich eine Drohne, einen Bombenmagie runter. Hat er nochmal kaputt gemacht? Der Doofe ist, der hat auch den Dude, der nicht so gut zu sprengen ist, ne? Ja, ist ja egal. Dann aber, aber oben der nicht. Nee, oben der nicht. Bein in die Fresse. In diesen Kameras ist einfach gerade nichts zu sehen. Ich gehe die ganze Zeit diese Kameras durch. Leider ist in dem oberen Vault keine Kamera, deswegen kann ich dir da keine Ansage machen. Aber du bist da eh gerade beschäftigt. Ich hab ja mein Privatkampf. Oh, die haben die CCTV-Box kaputt gemacht. Ah, ich weiß aber, wo die ist. Okay, die Tür ist zu. Outplayed. Okay, ich hab den mittleren, ich hab in der Mitte die Kameras kaputt. Als ob der dich einfach tötet. Ja, ich war halt auf dem Dach. Okay. Deswegen sag ich ja, ich stehe dann auf dem Dach. Der ist aufs Dach gekommen. Bombenauto. Was passiert hier? Hier wird hart geschossen. Was zur Hölle? Mach die CCTV-Box wieder an. Das Geld ist weg! Die Lümmel haben das Geld! Warum? Vom oberen Vault? Ja, aber nicht alles. Aber die Geldbox ist weg. Okay, Bro, du hast 28. Ich hab hier noch 20 liegen. Das reicht ja vorne und hinten. Wir brauchen halt einen Vault. Ja, was soll ich machen? Moment, aber bei dem oberen Vault müsste da mehr Geld liegen. Da habe ich 4 Geldpakete, 2x Juwelen und irgendwas anderes noch eingesammelt. Da oben liegen 45 oder so. Aber das reicht halt trotzdem nicht. Also ich hab dem oben hab ich gerade einfach die Kohle vor unterm Arsch weggeklaut. 60, 75, 75. Ach, wir haben 120.000 mittlerweile, oh mein Gott. Ja, ich hab's erhöht, weil wir jetzt die letzten Runden ganz gut vorangekommen sind. Dann müssen wir ja den unteren Vault noch machen und da werdet ihr wahrscheinlich nur über Kills reinkommen. Und gerade... irgendwer weil macht... Sepp ist die Box... Du kannst noch ein bisschen was mitnehmen, ja. Hat er nicht, gesehen. Hat er nicht gesehen. Oh Gott! Fuck. Da unten, bei mir. Ach, hier ist der Aufzug. Wollen wir mal gucken, wo der so hingeht. Mach mal. Ist jetzt wahrscheinlich alles Geld weg. Ne, alles gut noch. Hat er nicht gesehen. Oh mein Gott, hat er nicht gesehen. Aber er geht runter? Er geht nicht runter. Der bleibt schön hier. Aber der andere ist doch oben, oder? Ich weiß es nicht. Weil Bram ist gerade auf dem Weg zum Vault oben. Warte. Ja. Ich hab den Aufzug gerufen. Nee, das Geld weggebracht. Oder wo ist das Geld hab ich weggebracht. Achso, nice. Da ist hinter dir ist der Feuerwehrmann, Bram. Der guckt dich gerade an. Ich geh nach unten. Ich muss den fighten, der Dude. Da geh ich gar nicht mehr hoch. Kann sein, dass das eine Falle ist und die da auf mich warten. Okay, der eine Dude ist wieder hier unten. Der, als ob der die ganze Zeit diesen blöden Vault campt. Ja, der eine ist halt oben, der andere kommt immer wieder unten. Merkt ihr doch, dass hier unten zwei und eine Kiste stehen, Peter. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, Bram, du kannst einfach hinter dir raus, oder? Ist das eine Falle? Da kann man einen kleinen Lucky machen. Ja, ich bin versucht. Die haben 9 Sekunden noch. Die müssen jetzt muss gleich die Action kommen. Aber dein Vault ist leer, der reicht ja scheinbar dann nicht. Da sind halt 3 Scheine nur drin gefühlt. Ja, ich könnte da einfach raus.
Das Problem das ist... Fenster, das große, habe ich auch aus... Da habe ich kein Geld nicht mehr weglegen. Peter steht hier nee, einfach. Nee, das große Fenster rechts ist offen. Da ja, ich weiß, raus. Aber ich kann... aber ich habe nicht genug. Ich habe nur 17.000. Kannst du Stress machen? Ja, Peter... Ach komm, ey. Das gibt's doch nicht. Fuck. Wait. Sepp wieder als Kiste. Ich habe mir doch gedacht... Geld? Wait, vorhin stand... Vorhin standen hier doch nur zwei Kisten. Hm. Das Ding ist, wir haben zu lange gebraucht, um uns um den Vault zu kümmern. Dadurch. 24. Dadurch leider. Also 120 kriegen wir da. Sure. Oben links auf dem Regal. Auf dem Regal liegt auch noch was. Aber. Also selbst mit der Kohle von mir unten. Halt lange nicht. Nice Bam. Du könntest unten den Schacht runter. Nee, ja, aktuell hätten wir 80.000, also ja. Du brauchst noch 40.000. Ah, ey, alles gegeben, Bram. Ja, alles gegeben. Alles gegeben. Oh, Sepp hatte wirklich Geld. Ist ein Geldsack. Ey, das muss ja das maximale Geld sein. Ja, nee, also das kann ich. Ja, weiß ich nicht. Die Zeit ist doch jetzt sofort oben. Oh, eins. Okay, time ran out. Ja, keine Ahnung, wir haben sie unter Druck gesetzt scheinbar. Also nee, Sepp, du hast einfach die ganze Zeit im Vault gecampt, Arsch. Ey, ich wollte eigentlich durch die Kameras gucken, aber die habt ihr mir ja kaputt gemacht. Ja, sorry, ja, und dann hast du im Vault gecampt? Ja, ist doch eine gute Taktik gewesen. Scheiße, ne? Ey. Was soll der sonst denn? Der könnte mich ja auch killen. Nee, du warst ja der genau, fette Dude. Den fetten Typen mit unseren Pistolen killen. Das ja. Ging nicht. Aber stattdessen setzt du dich da als Kiste hin. Ja, weil wir mussten halt unten an den Vault. Es war jetzt zu viel Geld. Also wir hätten das Geld nach oben angepasst, weil es die letzten Runden ja gut geklappt hat. Weil wir unten den Vault bekommen haben. Und wenn du den nicht kriegst, dann ist das immerhin habe ich oben Geld. Den Vault auch leer gemacht, der unterm Arschwerk geklaut. Das fand ich cool. Aber wieso habe ich dann nur dich unten gesehen, Sebastian? Ja, weil die anderen oben halt versucht haben ranzugehen. Wenn du die ganze Zeit unten wir bist, haben die Kiste im Vault platziert. Runter. Und den Rest wollten wir oben machen. Genau. Ablenken, damit du mal hochgehst, aber das ist nicht passiert. Aber du wolltest ja nicht. Ja, nein, ich wollte nicht. Ja, ja, gut. Das war Perfect Height 2, genau. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Aus der Kopfperspektive habe ich auf jeden Fall viel gelacht. Euch herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss.